Hallo meine Lieben, jetzt kommt ein Video, was schon oft kam und ja, und zwar in H&M Sale Haul. Ich habe jetzt nicht so viele Teile, aber die sind echt wunderschön und mir gefallen die so gut und das waren solche Schnäppchen, dass ich sie euch einfach zeigen wollte und ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar, das erste Teil ist hier so ein schönes Oberteil mit Spitze. Und ja, das hat 5 Euro gekostet und ich finde das richtig schön. Das ist schön dezent. Es ist mir jetzt ein bisschen zu groß, weil das ist jetzt ein L. Und, aber wenn das mal in die Hose reinstopft und dann mit einem schönen Gürtel, das sieht es richtig toll aus. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Dann habe ich noch mal ein Oberteil in Weiß. Und zwar ist es dieses Oberteil hier. Das ist weiß und hat dunkelblaue Pünktchen und hier dann noch so eine süße Röschenverzierung und dieses Oberteil hat auch nur 5 Euro gekostet und finde ich echt richtig schön zu einer dunkelblauen Jeans oder auch mal mit einer schwarzen und einem Blazer drüber. Da kann man echt was draus zaubern, finde ich, und ist auch irgendwie für jeden Anlass was, auch für die Schule oder jetzt auch mal für die Arbeit, je nachdem halt, wie man Lust hat, sich schön zu machen oder auch nicht. Dann habe ich nochmal eine Bluse, die hat 7 Euro gekostet statt 15 und ich finde die richtig schön. Die habe ich schon im Auge gehabt, als sie noch nicht reduziert war. Und zwar hat die so zwei Stoffteile und unten drunter auch nochmal einen Stoff, damit man nicht durchsieht. Das ist ein ganz leichter Stoff und hat dann hier einen Knopf, dass die Teile so zusammenbleiben und dann hat es so eine Wickeloptik irgendwie. Und ich fand es so schön, die Farben, die sind so schön sommerlich und ja, mir haben die total gut gefallen irgendwie und ich finde, die macht total was her. Und für 7 Euro habe ich die natürlich auch mitgenommen. Dann habe ich nochmal ein etwas luftigeres Oberteil, was vielleicht eher was für die wärmeren Tage. Jetzt knurrt mein Magen. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht gehört. Übel, übel. Ja, dann habe ich hier dieses schöne, leichte Sommertop. Das war mir jetzt auch ein bisschen zu groß, aber ich habe gedacht, mit einem Bandeau-Oberteil drunter macht es gar nichts. Ich finde es total schön, so ein weit geschnittenes Oberteil und dann dieses schöne Mintgrün, oder es ist schon fast dieses Tiffany-Blau, so ein Mix aus Mintgrün und Tiffany-Blau, finde ich so wunderschön für den Sommer und Frühling. Und deswegen habe ich jetzt halt gedacht, ich stock schon mal meinen Sommerkleiderschrank ein bisschen auf, indem ich jetzt aber schon so ein paar frühlinghafte Oberteile kaufe, weil ich finde, es ist einfach am tollsten. Da hat man einfach schon wieder so Lust auf Sommer, wenn man so Sommerkleidung hat. Und deswegen, ja, habe ich mir dieses Oberteil mitgenommen. Und es hat auch 5 oder sogar nur 3 Euro gekostet. Das war auch total günstig und fand ich auch wunderschön. Dann nochmal, also es sind irgendwie nur Oberteile, gell? Also. Ja, das ist ein bisschen ein komisches Video, ein bisschen verpeilt, aber was soll's. Dann habe ich ja eben hier nochmal ein blaues. Das hat hier am Rücken so schön nochmal so einen Querstriemen und so ein kleiner V-Ausschnitt vorne. Und da sind so Blümchen drauf und dann noch ein paar Eiffeltürme. Das ist dunkelblau und hat auch wieder diesen total leichten Stoff. Und ich finde das so schön. Ich finde das echt wunderschön. Oder auch im Winter mal mit einem dicken Cardigan finde ich das so wunderschön. Ja, deswegen habe ich es auch gekauft. Es hat auch nur 5 Euro gekostet. Und zum Schluss habe ich noch mein Oberteil. Und zwar ist es dieses hier. Das ist eher ein bisschen winterlicher, weil das so diese dunkleren Blumen hat. Stelle ich mir aber auch schön im Sommer vor. Und das Tolle an dem Oberteil ist, das ist so zweilagig. Also hier geht erstmal so vom Design her noch so zwei Striche, was sehr figurschmeichelnd ist, diese zwei Abnäher hier. Und dann ist es so, dass das zwei Stoffe sind. Also erst so ein bisschen dickerer Stoff, dass man nicht durchsieht. Und dann dieser dünnere Blumenstoff. Und hier in der Taille oder in der Hüfte, nee, in der Taille, ich musste immer so kurz überlegen, ist es so ein bisschen zusammengerafft. Und das sieht dann wunderschön aus, wenn man das anhat. Und das macht echt was her. Und dieses Oberteil hat 12 Euro gekostet. Aber ich finde es auch total toll. Und ja, das war es jetzt auch schon. Es sind echt nur ein paar kleine Sachen, die ich jetzt gekauft habe. Aber ich wollte euch einfach nicht vorenthalten, weil es einfach manchmal bei H&M so ein paar schöne Sachen gibt. Und ich es einfach jedem ans Herz lege, mal hinzuschauen, weil, ja, ihr wisst ja alle, eigentlich mag ich H&M nicht, weil es überteuert ist für die Qualität, die gleich wie bei Kick ist oder sonst irgendwo. Aber sie haben halt schon schöne Sachen und im Sale sind die Preise dann, finde ich, gerechtfertigt für die Qualität. Bla. Das habe ich, glaube ich, schon 1 Million Mal in jedem meinem Video über H&M oder so gesagt, aber ich wollte es nur nochmal erwähnen. Genau, und jetzt ist es so, dass ich noch einen DM-Haul habe. Also ich weiß nicht, ob ich den hochladen soll oder nicht. Also ich wollte ihn eigentlich, ich habe ihn vor einem Monat abgedreht und die Sachen eingekauft habe ich vor anderthalb Monaten oder so. Also der ist echt schon sehr alt und hat es die ganze Zeit gespannt.
gebuggt mit dem Abspeichern im Videobearbeitungsprogramm. Und jetzt wollte ich einfach schnell von euch wissen, ob ich den DM-Haul noch hochladen soll oder ob ihr ihn lieber nicht sehen wollt. Liegt bei euch. Es würde mich freuen, wenn ihr es mir in die Kommentare schreibt, damit ich es weiß, ob ich es hochladen soll oder nicht. Ansonsten lasse ich es einfach und der verfällt. Und wenn ihr es gern sehen würdet, dann würde ich es halt trotzdem einfach noch hochladen. Die Produkte sind ja alle noch aktuell, von dem her ja. Aber ich lasse die Entscheidung bei euch und freue mich auf eure Antworten und wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, was ihr noch vor euch habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!